Und jetzt wird gebouldert. Sie wissen gar nicht, was das ist. Das wird sich sofort ändern. Bouldern ist eine spezielle Art von Sportklettern. Wenn Sie das mal ausprobieren wollen, dann geht das. Und zwar seit Anfang September im Naumannpark in Schöneberg in der neuen Boulderhalle Brightside. Der Berg ruft, wir kommen. Es sind zwar keine 3000er, aber 4,50 Meter sind die Kletterwände in Schöneberg schon hoch. Und die müssen erst mal erklommen werden. In einem alten Fabrikgebäude ist die Boulderhalle Brightside entstanden. Fabian Ludwig hat sie sich mit ausgedacht und ist selbst leidenschaftlicher Boulderer. Bouldern ist im Endeffekt Klettern in Absprunghöhe. Dadurch braucht man kein Seil mehr und hat diese Fallschutzmatten, wie man hier sieht, unter einem, der dann den Aufschlag, falls man fallen sollte, bremst. Und die 30 cm Matten sind auch sinnvoll, denn Fallen gehört gewissermaßen dazu beim Bouldern. Man fällt ständig, das ist aber gar kein Problem. Natürlich sollte man zusehen, dass man auch irgendwie auf den Füßen landet. Normalerweise wird gespottet beim Klettern, beim Bouldern. Das heißt, jemand steht dahinter, fängt den Schwung des Kletternden ab und leitet ihn auf seine Füße, damit er nicht zum Beispiel mit seinem Kopf voran auf die Matten fällt. Nimmst du so ein bisschen seitlich den Griff, marschierst ein bisschen hoch, bringst frühzeitig deinen Fuß hoch und dann kannst du die nächsten drei Bewegungen in eine machen. Würde ich direkt durchkreuzen zum Topgriff. Neben der nötigen Hilfestellung braucht man zum Bouldern nur noch besonders eng anliegende Kletterschuhe mit rundgeschnittener Ferse und das sogenannte Chalk, Magnesiumcarbonat, um nicht von den Griffen abzurutschen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Man muss ja nicht gleich wie die Profis klettern. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es verschiedenfarbige Boulder, also Routen. Die werden regelmäßig neu gesteckt. So gibt's immer wieder neue Herausforderungen. Beim Bouldern geht es auch nicht immer nur darum, sich am Limit zu bewegen. Man kann auch wirklich einfach lockere Bewegungen, etwas klettern, um sich irgendwie warm zu machen, um sich einzustimmen. Aber auch irgendwie, um die Bewegung zu genießen. Und die Kletterbewegung genießt ihrerseits eine steigende Zahl von Anhängern. Das Brightside in Schöneberg ist schon die 5. Boulderhalle in Berlin. Für 6 bis 9 € am Tag kann sich hier fast jede Altersklasse in die Wand trauen. Julia zum Beispiel hat vor 2 Monaten angefangen mit dem Bouldern und sieht doch schon ganz gut aus. Es ist ein bisschen der Reiz, dass man sich immer selber toppen möchte und das, was man vielleicht davor noch nicht geschafft hat, nochmal probieren möchte. Und hier ist es einfach schön, weil alles noch ganz neu ist und man ganz neue Boulderwege praktisch findet. Und deswegen macht es mir hier so viel Spaß. Spaß haben und zugleich noch was für die Muskeln tun. Damit ist Bouldern eine perfekte Alternative zum Fitnessstudio.